Was gibt es Schöneres, als im Herbst einfach mal loszuziehen, die Farben zu genießen und bei einem Spaziergang den Herbst anzuschauen? Ich würde sagen, wir gehen mal gemeinsam raus und gucken, wie denn der Herbst draußen aussieht und wie du am besten das Ganze fotografierst. Viel Spaß! Also was ich am Herbst besonders mag, das ist einfach die Temperatur. Ich mag es, wenn es dann nicht mehr ganz so warm ist wie im Sommer. Ich mag es, wenn es etwas kühler ist, wenn die kurze Hose schon ein bisschen passt, aber auch schon weg sein darf. Und vor allen Dingen, wenn einfach mal das Wetter ein bisschen anders ist als im Sommer, ein bisschen regnerischer, ein bisschen nebliger. Nebel hat es heute nicht, aber ich mag einfach die Herbsttöne und den Look, wenn du draußen bist und es riecht auch alles einfach so ein bisschen frischer, nicht ganz so staubig wie im Sommer. Punkt Nummer 1 in der Herbstfotografie ist natürlich das Licht. Das ist das A und O wie meistens. Das Besondere am Herbst ist allerdings, dass du sehr warme Töne hast. Die Sonne steht sehr zeitig schon so, dass du tolle Gelb- und Orangetöne hast. Jetzt geht es gerade ein bisschen los im Hintergrund, wo du kannst es sehen. Dann hast du natürlich im Herbst viel mehr Nebel, wenn du dich an Gewässern befindest, also wenn du an Bachflüssen bist oder wenn du an Seen bist. Und du hast auch öfter Niederschläge. Das heißt, wenn du gerade so ein bisschen Wassertropfen fotografieren möchtest, das habe ich auch schon öfter gemacht, dann ist der Herbst natürlich besonders gut dafür geeignet und du hast im Herbst auch die Möglichkeit, später zum Sonnenaufgang zu kommen und früher zum Sonnenuntergang zu gehen. Die Sonne geht später auf, geht zeitiger unter. Im Sommer ist das nicht ganz so, im Sommer musst du sehr früh aufstehen für einen Sonnenaufgang. Im Herbst kannst du dann ein bisschen ausschlafen. Was besonders gut im Herbst auch kommt, ist, wenn das Licht von der Seite kommt. Du siehst das gerade im Hintergrund. Wenn dort hinten von der Seite das Licht kommt, also die Sonne kommt von hier, strahlt den Wald so seitlich an und hat jetzt schon einen guten Orange-Gelbton. Wenn das Licht wunderbar ans Laub reinkommt, hast du einen richtig guten Glow in den Bäumen. Das hat es im Sommer eher nicht so, weil die Blätter grün sind und nicht so gut das Sonnenlicht wiedergeben können. Aber jetzt mit der Färbung sieht das richtig gut aus. Also darauf solltest du auf jeden Fall achten, wenn die Sonne aufgeht oder untergeht. Worauf kommt es denn jetzt bei der... Ich zeige euch mal kurz meinen kleinen Mitbewohner hier. Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen hier auf meiner Jacke. Aber worauf kommt es denn jetzt wirklich an bei der Herbstfotografie, wenn du jetzt ein ganz besonderes Bild machen willst, zum Beispiel vom Laub? Da nehme ich gern ein Makroobjektiv oder ein Objektiv mit einer sehr geringen Naheinstellgrenze. Das kann ein 35er sein, das kann aber auch ein 50er oder ein 100er Objektiv sein, was auch immer. Hauptsache ist, du kannst sehr nah ans Objekt ran, was du fotografieren möchtest. Und ich habe das in meinen anderen Tutorials auch schon gesagt, das ist wirklich das Wichtigste, dass du so nah wie möglich rankommst. Dann kannst du es im Nachhinein noch ein bisschen zuschneiden, das Bild. Und dann dafür sorgen, dass du noch näher dran bist, wenn du jetzt nicht ganz so nah ran konntest. Aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich schon die Kunst sozusagen für die Instagram-Laubbilder. Ich kann euch auch mal zeigen, wie das ungefähr dann hier aussieht. Mein Favorit ist der Ahorn. Ich mag die Ahornblätter ganz sehr, aber ihr kennt das. Da hält jemand ein Blatt dann in die Luft, in den Wald und dann wird es fotografiert. Und das ist dann das Bild sozusagen vom Laub. Ich habe jetzt gerade hier kein Ahorn dabei, aber ich suche gerade eben schon nach einem guten geeigneten Blatt. Was ich auf jeden Fall empfehlen kann, ist genau nachzugucken, welche Farbe du im Vordergrund fotografierst und welche im Hintergrund. Und manchmal sieht das richtig gut aus, wenn du im Vordergrund etwas Oranges oder sogar Rotes hast und im Hintergrund dann den dunklen, dunkelgrünen Wald oder Braun. Das kann sehr gut aussehen. Am besten ist es ein guter Kontrast zueinander, dann kommt das Blatt noch besser raus. Was dann richtig gut aussieht, siehst du hier. Und zwar, wenn das Licht sich auf den Tropfen etwas bricht und wenn du die Ruhe und die Zeit hast, das in aller Ruhe aufzunehmen, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Denn durch die Tropfen hast du eine wunderbare Spiegelung auf dem Blatt und das kann doch richtig gut aussehen. Also schau mal, ob du Tropfen auf den Blättern siehst und halt kurz an und nimm dir die Zeit, um da ein Foto zu machen. Du musst dafür kein Makroobjektiv nehmen, du kannst auch ein anderes nehmen. Das zeige ich dir auch gleich noch.
So, und jetzt habe ich hier kein Makroobjektiv. Ich habe jetzt das 28er Blende 2.0 Objektiv. Bei Blende 2.0 ISO 125, 1/50, also weil ich filme, genau. Ich stelle jetzt mal scharf auf das Blatt, Achtung. So, ich hoffe, das passt, jawohl. So, und jetzt könnte ich mein Bild machen. Und da ich auf Stativ bin, ist es 1/50 auch überhaupt nicht schlimm. Aus der Hand müsstest du dann kürzer belichten dementsprechend und müsstest mit der ISO etwas weiter höher gehen. Aber im Großen und Ganzen passt das und das ist, wie gesagt, kein Makroobjektiv. Wie du siehst, braucht es kein teures Equipment, um ein paar schöne Herbstfotos zu bekommen. Es braucht ein bisschen Planung, ein bisschen Vorüberlegung und vor allen Dingen, ganz wichtig, du solltest den Wetterbericht anschauen, wie denn am nächsten Tag das Wetter wird. Es lohnt sich, wenn du am Vortag viel Niederschlag hast, dann am nächsten Morgen an dem Spot zu sein, wo du deine Fotos machen möchtest. Gerade in Tälern oder in Wassergebieten, also wo du Flüsse oder Seen hast, da lohnt es sich dann gerade nach einem niederschlagsreichen Tag. Das lohnt sich auf jeden Fall, also im Elbsandsteingebirge ist es meistens der Fall. Und du solltest dir natürlich auch dementsprechend gleich die Zeit anschauen, wann denn die Sonne aufgeht, damit du im Vorfeld dann weißt, wie viel du eher los musst, beziehungsweise wenn du noch etwas wandern musst. Und dann habe ich noch einen kleinen Insider-Tipp für dich hier. Und zwar habe ich hier einen Polfilter vorn drauf gemacht auf das Objektiv. Und wenn ich jetzt die Spiegelung von dem Wassermeer anschaue im Blatt und den Filter verändere, dann siehst du, wenn ich hier dran drehe, dass die Spiegelung weg ist. Also ich kann die Spiegelung hier reinnehmen, so wie jetzt. Und ich kann die Spiegelung wieder rausnehmen, so wie jetzt. Das ist gerade bei Fotografien im nassen Wald richtig geil. Also da achte mal darauf, wenn du dazu kommst, dir einen Polfilter zu kaufen. Ich kann es dir unbedingt empfehlen, einfach mal auszuprobieren. Das muss nicht der teuerste sein. Einfach so zum Testen. Nutzt es mal, das hat eine ganz andere Bildwirkung. Die Blätter haben einen eher matten Look. Ich mag das sehr, das sieht einfach mal anders aus. Ja, und hat einfach was Besonderes. So, ich hoffe, du konntest in dem Video etwas dazulernen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen meine Gedanken dazu mitnehmen, wie du denn ganz einfach tolle Herbstfotos für dich gestalten kannst. Du musst die im Nachgang auch nicht bis zum Anschlag auf Orange oder Rot ziehen. Ich glaube, wenn du tolle gefärbte Blätter findest, in einer tollen Szenerie wie hier im Wald, dann hast du so viel, dass du quasi alles hast und musst im Nachgang auch nicht viel an den Fotos machen. Ich wünsche dir tolles Sonnenauf- und Sonnenuntergänge jetzt im Herbst. Ich wünsche dir vor allen Dingen tolle gefärbte Wälder. Es geht da jetzt nun richtig los. Wir haben jetzt sozusagen fast den Peak erreicht, bevor dann die Blätter gänzlich abfallen. Ich mag die Stimmung, das ist voll meine Jahreszeit und wenn es dir genauso geht, dann geh raus, mach Fotos und tagge sie bei Instagram mit Hashtag SilviusWoche. Und die besten Fotos werde ich im nächsten Video hier featuren. In diesem Sinne viel Spaß beim Fotografieren und tschüss.